Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of Berseria. Neuer Tag, neues Glück. Wir sind hier nach wie vor in dem Hafen, suchen uns jetzt in der nächsten Zeit ein Schiff, damit wir Savitva folgen können, der wiederum auf der Jagd ist nach dem einen Dämon, der ein wenig aussieht wie Ifrit, und wo wir schon mehr oder weniger erwarten, dass es Ifrit ist. Jetzt geht es nur noch darum, was mit unseren Kameraden, mit Camoana und mit Melissa und so passiert ist. Was passiert eigentlich mit in der Zwischenzeit mit dem Prinzen? Das haben wir ja auch schon lange nicht mehr mitbekommen. Hier und da bekommen wir ein paar Schnipsel von wegen, dass etwas mit Shigure ist. Anscheinend ist er unterwegs. Eventuell auch auf der Jagd. Und wir haben hier ein paar einzigartige Waffen, wie es aussieht. Dornenschuhe könnte ich mal mitnehmen, auf jeden Fall. Und was können wir noch mitnehmen? Starkarm, habe ich den schon? Okay, ich habe den tatsächlich. Aber der ist ganz gut, weil er so schöne Effekte hat. Ich weiß nicht, ob die Waffen nicht alte Waffe sind. Hab nämlich die Befürchtung, es sind alte. Egal, wir kaufen die einfach mal ein. Mal gucken, vielleicht braucht man die ja doch. So. Könnte auch wieder was aufwerten, theoretisch. Aber ich denke, wir sind einfach gut ausgestattet. Ich habe ja einiges auch im Hintergrund schon gemacht. Ah, da drüben gibt es eine Konversation, die wir mal mitverfolgen können. The Abbey used everything they had to rescue him. Naja. He was kidnapped by the Lord of Calamity. So if they got him back, that demon must be dead, along with all of her gang. That's what a friend of mine in the Royal Army told me anyway. Oh, wenn die nur wüssten. Work again, I see. We're finally safe. Hurrah! Hold up, hold up. From what I hear, no one knows if the Lord of Calamity actually gave up the ghost. Her hideout got destroyed, but some say she managed to escape. What makes them think she escaped? Fishermen from Port Renid saw a fleet of Abbey ships near that island that's rumored to be a prison. Just a little bit later, they saw a pirate ship speeding away from the area where the Abbey ships were headed. Well, that was definitely us. Guess it isn't that easy to hide the truth. There was some talk a while ago about prisoners' bodies washing up on shore at Port Renid. So that story sounds plausible at least. It does. And here I thought I was safe. So where did the Lord of Calamity go? The Abbey needs to get their act together and put that monster down already. Go ahead, talk all you like. Tja, wenn die nur wüssten, dass der Herrscher des Unheils gerade nebendran steht und gerade schön zuhört, was die so quatschen. So, von denen gibt's nichts Neues, von denen auch nichts. Ein älterer Herr, der mit uns reden will. I saw an Abbey ship heading toward the Sea of No Return. I wonder what they're doing. They've made that whole der Kelch wartet jetzt und hinter uns. The Guild got an order from the der denkt sich auch so, oh, Scheiße, der Hauptcharakter. Ich kann mich nicht bewegen, bis es vorbei ist. Yeah, but order or not, no one here is stupid enough to try to sail there. It said that compasses go dead. And monsters from the deep appear to swallow ships whole. Whatever the case, ships really have sailed there to never return. Everyone knows that the Sea of No Return is bad news. Come to think of it, I heard a ship from some other town strayed into those waters and got attacked by a dragon. Oh shit. A dragon? You sure they didn't just get a bad case of the Corsair Scourge and dream up the whole thing? Well, that was my reaction, but again, the Abbey did tell everyone to stay away, so something must be there, whatever it is. Ich glaube, da ist eher dieses Forschungsding, was wir gesehen haben. For the Malachim taken there, that poem is a tragic one. Everywhere the Abbey sets foot ends up the same. Das war der Ort, wo wir den Drachen gesehen haben, der Eingesperrte. Und der verschwindet einfach da rein. Okay. Gut. Was gibt's noch so Schönes? Vielleicht gibt's ja noch eine Belohnung, die wir noch nicht eingestrichen haben. Ja, los, los. Gibt's auch welche, die ich übersehen habe? Ich habe auch welche übersehen. Okay. Okay. Wow. Ich habe sogar mal welche übersehen. So, das Schiff ist auf jeden Fall weg. Und wir könnten mal an der Stelle mal trotzdem mal einen Speicherchen machen. Gucken mal, ob wir vielleicht das Schiff haben können. Ah, Eleanor ist unterwegs und macht sich Gedanken, wie es aussieht. Yo, Eleanor, wie geht's? How about this one? The hull looks dirty.
and I don't see anyone aboard. You're surprisingly into this. Okay. Maybe you've got a criminal streak in you after all. What? No, I... What do you think, Aizen? She'll do. Let's take her. Okay, also sprich, wir sprechen mit Eleanor, um zu segeln. Oh, das ist mal was Neues. Okay, ganz schnell nach Lionel. Auf geht's. Na, gucken wir mal, was uns dort erwartet. So. Sind wir mal wieder in Endgend. Was auch immer hier passiert. Aizen, everything all right? We're almost at Lionel Island. All thanks to this ship. She's got a good compass. Yeah. If only my inner compass held us steady. From the first moment I laid eyes upon that demon, I think I knew it was Ifrid. But some part of me refused to accept it. That's because you're Ifrid's friend, don't you think? After all, he taught you that the Reaper's curse was part of you, part of your creed. We were lost at sea once. 20 straight days we floated together, close to death. And all he says is, you sure know how to liven up an adventure. He sounds like an incredible person. You did the same thing for Velvet, you know. Only because you taught me how, Aizen. Your wheel is yours to hold, right? That's right. That's what it is to live by one's... Look, it's Lionel Island! Not good. The Von Eltia is already there. Hoffentlich geht's unseren Freunden gut. We're too late. Und sie wurden schon angegriffen. What's going on? What happened? Oh, wenigstens geht's Kamana gut. Demon attacked us out of nowhere. Gehört zur Dämon. Barely. Zavid rushed here to save us. Had he not come when he did, we'd all be dead. This is all because I hesitated. Where'd they go? Zavid lured the beast away, towards the interior. Let's go! Ah, Tal und seine Kumpels sind platt, was soll das? Okay, und Zavid bekämpft den Dämon im Moment gerade. Dann machen wir uns langsam auf den Weg zu unserem lieben Zavid. Ein Chiffre, das nur die Besatzung kennen kann, also wird es wohl Ifrid sein. Na dann, auf und davon. Nicht unbedingt froh darüber, wieder hierher zu kommen. Vor allen Dingen, weil der Ort ja auch noch ein bisschen Erinnerung hat. Von wegen Oscar und Theresa. Ist auch alles gar nicht so lange her. Naja. Zum Glück können wir ein bisschen abkürzen. Wir haben uns ja den Weg schon damals frei gemacht. Noch die Viecher jetzt nicht unbedingt bekämpfen. Haben wir ja auch schon bekämpfen dürfen. Müssen, können, wie auch immer. Ich vermeide so ein bisschen zu grinden, weil bei RPGs wird man stark dazu angehalten, aber bei den ganzen Tales of Spielen, da sage ich mal, man kämpft oft genug. Auch wenn man nicht großartig grindet, sollte man die meisten Situationen auch so schaffen können. Gut, es gibt seltene Fälle, wo es auch mal vorkommt, dass man einfach die Situation hat und mal ein bisschen grinden muss. Ja, aber es ist eigentlich eher der seltene Fall bei den Tales of Spielen. So, da wäre wieder ein Shop gewesen. Sollen wir da nochmal schnell hin? Habe ich total übersehen gehabt, wo wir vorbeigegangen sind.
Wir gehen noch mal ganz kurz vorbei. Schauen mal kurz rein. Vielleicht gibt es irgendwelche Items, die es dann irgendwann nicht mehr gibt. Ich habe, wie gesagt, schon genug RPGs gespielt, wo es mal passiert, dass man da einen Shop hat, der aus dem Nichts auftaucht. Und er dann später auch nicht mehr da ist. So, Topas. Sieht aber nicht so aus, als hätten wir... Oh, Talisman aber noch nicht. Seht ihr? Schon haben wir was gefunden, was wir noch nicht hatten. Ah, ne, die andere ist besser. Man sehe und staune. So. Dann wollen wir mal. Ich habe schon mal die Ausrüstung gecheckt, mal offscreen, bevor wir losgelegt haben. Und falls es euch aufgefallen ist, ich hoffe, euch macht das nicht zu viel aus. Jedenfalls ein paar Folgen, die ich gestern aufgenommen habe, das war am 1. August. Die sind unter anderem in 720p statt den üblichen 1080, mit denen ich immer hochlade. Dafür möchte ich mich entschuldigen im Nachhinein. Konnte allerdings auch mich nicht dazu bewegen, die jetzt einfach in 1080p zu rendern, weil es dann sonst die Auflösung sehr zerhauen hätte. Ich habe mir mal ein paar Beispiele rausgelassen, aber schön sieht das dann nicht aus. But I thought when people have a strong will like you and Kurogane, they don't lose themselves upon becoming a demon. From how Aizen talks, also werden kontrolliert, wie es halt bei dem Malakim auch ist. Even if you don't lose yourself, a demon is a demon. When you change, you're no longer human. I don't remember how I felt as a human, but I bet the human me would have thought I'm a real monster. But would the old part of Alfred allow him to be so obedient to the Abbey? No. He didn't seem to be following Melchior of his own free will. I imagine Melchior's illusory arts are at play. Like what we saw at Loringen in a ball? Is that enough to control a demon? It would seem so. But more importantly, someone with a psyche resilient enough to impress Aizen should be extraordinarily hard to turn into a demon. So Melchior must be using a particularly nasty illusion, eh? Eifried, Aizen, please be okay. Oh, noch mehr Skits. We have to hurry. Zavid's all alone. Well, he's not exactly an ally. He's got his own creed. Remember the White Horned Dragon? He might try to protect Eifried. So Aizen might too, right? This is Eifried we're talking about, so... He's a demon now. He's not Aizen's old buddy anymore. Even if we can't bring him back to being human, there has to be something we can do to make him... himself again. He's a demon. He'll never be himself again. He attacked Benwick and the rest of his crew. The old Eifried's gone. So, what does Aizen plan to do? I don't know. Das, was er tun muss. That's up to him. Worst case, we might have to fight him too. It's best you prepare yourself for that possibility. But... Ja, darauf wird's auch hinauslaufen, ganz bestimmt. So. Nehmen wir erstmal die Abkürzung vor allen Dingen. Müssen wir nicht mal ganz so lange laufen. Ich hoffe, wir haben auch jetzt auch keine Skits übersprungen oder irgend sowas. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Stadt dort, wo Oscar und Theresa sind oder gewesen sind, dass die jetzt plötzlich hier sind. Ja, Alter, hab ich ein gutes Gedächtnis. Manchmal schockiere ich mich ja selbst. Ah, da ist noch eine Truhe. Oho, oho. Gleich mal holen. Gleich mal holen. Ich brauche Geld. Bin jung und brauche das Geld. Lololo. So. Sehr schön. Und Truhe auf. Nochmal so ein Ding. Haben wir nicht sowas auch hier bekommen? Guck mal lieber, ob die Jungs irgendwas brauchen. Ja, es kann sein, dass wir mal was umlegen müssen. Aber nee, das passt soweit, wie es aussieht.
Ausrüstungstechnisch sind wir gerade echt gut bedient, wie es aussieht. Ja, vorsichtig, schön vorsichtig an dem Viech. Ach komm. Dann ohne Bord. Und da sehe ich, glaube ich, Sevid. Und da sehe ich auch Ifrit. Oh shit, ist. Jetzt wird's spannend. Sevid, you alright? Stop. I know these fists. This is Ifrit. Why didn't you fight back? Ifrit. She pulled me back from the brink. Oh, die kennen sich auch. This time, it's my turn to bring him back. A demon can never be human again. So what? That's supposed to make me change my creed? What do you think, Ifrit? Sabine! Stimmt, der hat ja auch die Waffe von Ifrit bekommen. Benwick and your crew risked their lives by your side. Zavid's an idiot, but he stands by his beliefs. I won't let anyone trample their creeds. Oh shit, Eisen. Fuck. Even you. Oh shit, der boostet sich mit der eigenen, mit dem Artefakt. I owe you everything, Ifrit. And now it's time to pay it back. Warum müsst ihr eigentlich immer diese tollen Dialoge in der Story dann immer so ein bisschen. Wow, wow, wow. Uiuiui. Ach, der hat auch eine. Nee, das ist. Ach, Wasser- und Erdwiderstand. Also Feuer und Wind darf sein, okay. Ja, aber immerhin versucht er so kleine Kompass zu bauen, der Gute. Oh, jetzt kommt Eisen. Boom, 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 boom. Ich glaube, das ist auch genau das richtige Eisen in dem Moment dabei zu haben, wo wir Eifel bekämpfen. Besser geht's, glaube ich, fast gar nicht. Uiuiui. Ja. Ja. Sammle ich mir jetzt mit auf. Wahrscheinlich Velvet hätte das eher holen sollen, aber egal. Oh, hau die ganzen Mystic Arts raus, damit ich auch irgendwann mal ein Mystic Art raushauen kann. Uiuiuiui. Wusch, damit ich auch mal meine raushauen kann. Yeah! Mit richtig schönem Damage. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Autsch. Form 7!
Eisen nicht so hauen, meine Fresse. Komm mal klar. Alter Falter. Scheiße, der Angriff ist noch viel. Ja, Eisen macht platt. Was für ihn? Ja, drauf, drauf. Wow, wow. Ach du Scheiße. Wow. Okay. Scheiße. Eisen belebe ich wieder. Komm schon. Yes. Bester Mann. Wir haben es geschafft, glaube ich. End of the road. Wow, aber da hat es noch ganz schön drauf. Wow! Stimmt, da hat er die Mission bekommen, er soll ihn mitnehmen. Taking hostages now. I'm sorry. Just forget about me. I'm prepared for whatever happens. All right. You've grown. You're a man now. Family, friends, everything I ever tried to hold on to. All of it tricked. Oh, jetzt kommt der Moment, Alter. Jetzt wurde mein bester Mann, pass auf. But a certain idiot once told me, if you can't hold something in your hand, then make a fist and take it by force. Es wird gerade heiß. Just like you told me to. I know this fist. It's you. Sorry. Caused you a lot of trouble, didn't I? Oh. Don't worry about it. We're friends, right? Holy shit, was hat er vor? Wow, der hat ihn ernsthaft zurückverwandelt. A demon changed back into a human? Alter, das ist ja der Vormarsch von Sorrys Kräften. It's too late. I'm sorry. Whoa. If I only knew how to use my power. Stop crying. Didn't you say you were prepared for anything? But Eisen, you were searching for Ifrid for so long. You're still as soft as you ever were. Boy, I'll let you in on little secrets. Your power comes from being part of Enominat. Which means, if you can seal off his domain, you actually got a chance of putting up a good fight. Seal off his domain? The four elemental Empyreans sleeping in the earth pulses. If you can rouse them from their slumber. Oh. Hurry. While Artorias and Enominat are occupied, they're getting ready for some ceremony of suppression. It's now or never, kid. Thank you, Ifrid. I'm just sad I can't go with you. This sounds like a goddamn blast. I won't apologize. You shouldn't. I'm grateful. You always kept things from getting dull. If we ever meet again, let's raise some hell. Eisen. Scheiße. Yeah, we will. See you, Ifrid. In letzter Zeit sterben bei dem Spiel so viele Leute und so viele schreckliche Dinge passieren.
Das langsam bringt es mich auf eine Gefühlsachterbahn. Und Zavid ist natürlich schwer erschüttert. We had a chance to bring him back, but you went and killed him. Next time I see you, we'll settle the score between me and your creed. See you around, Zavid. Oh. Interessant. So, we need to wake the four elemental Imperians. So sieht's aus. But how do we do it? Dunno. Maybe you tickle their divine footsies with the until they. Sie anfangen zu lachen oder so. And you're looking better. Somehow. But what happened to that demon? We killed him. Benwick. He. Let me tell him. The rest of you, find Grimoire and ask her about the four Imperians. Eisen. Are you sure? Ja, das müssen sie unter sich klären. He gave us this chance. We can't waste it. Okay. Puh. Alter, im Spiel passieren ja Schlag auf Schlag irgendwelche schicksalshaften Dinge. So, jetzt lassen wir mal die Kühe im Stall und ich würde mal sagen, wir machen mal an der Stelle Schluss, sehen uns im nächsten Part wieder von Tales of Berseria, werden dann an der Stelle anknüpfen und Grimoire ausfragen nach den vier Imperians. Aus Cesteria wissen wir ja, welche das sind, aber angeblich sollen sie schlafen. Warum schlafen sie? Hat er das mit Innomina zu tun? Werden wir sehen. Und wir werden hoffentlich auch sehen, wie die Welt sich entwickelt. Dass es später daraus die Welt von Cesteria wird. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie es mit Eisen weitergeht. Weil aus Cesteria wissen wir ja, was in Zukunft mit Eisen passiert. Aber warum? Das wissen wir nicht. Werden die sich irgendwann mal aussprechen, Zavid und Eisen? Wer weiß. Auf jeden Fall, wir machen an der Stelle Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!